Was tun, wenn das Heulager schon voll ist und der nächste Schritt ins Haus steht? Für Betriebe mit begrenztem Bergeraum bietet Peter Wernsberger eine kräfteschonende Lösung an. Eine Rundballenpresse, die direkt mit dem Heukran beschickt werden kann. Entschuldigung, ganz kurz. Schaut's bei uns im Onlineshop vorbei. Bin schon wieder weg. Wir haben uns die Erfindung im Einsatz angesehen und ihn gefragt, wie er auf die Idee dazu kam. Ich habe schon öfter Stadl gepresst und da haben wir die Leitlader, wo sie hinten das Heu reingegabelt haben. Und da haben wir gedacht, das muss mechanisch auch machbar sein. Dann habe ich einen alten Gruberladewagen gesehen und den habe ich umgebaut. Die Idee habe ich so verwirklicht und somit ist es so entstanden. Den Kratzboden eines alten Ladewagens montierte er über jenem Traktor, der die Presse antreibt. Vorne ist der Kratzboden auf Stehern am Frontlader montiert, hinten auf den Unterlenkern. Die Seitenwände des Kratzbodens sind nach unten klappbar, um bei der